Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends A bis Z. Heute starten wir mal direkt hiervon aus, denn wir sind jetzt in der Preseason angelandet und haben jetzt, oder ich habe jetzt mehr oder weniger ein Problem, denn ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, weil ich jetzt hier erstmal irgendwie komplett lost bin, mehr oder weniger. Und ja, neue Season, heute frisch rausgekommen, sprich am 11.11. Diese Folge kommt am 13. Kommt die Folge am 13. hoch? Ich glaube, die Folge kommt auf jeden Fall am 13. hoch. Ja, müsste auf jeden Fall am 13. hochkommen. Und ich habe keinen Plan, was ich jetzt hier genau machen soll, denn das ist natürlich jetzt erstmal alles komplett irgendwie neu. Da muss ich mal schauen. Wir haben hier jetzt auf einmal Standard-Sachen, die man kaufen kann. Wir haben hier episch. Wir haben hier empfohlen. Gut gegen. Was haben wir denn hier? Angeschaut, Lebenfähigkeit, Tempo, Zauberklinge nach jedem Einsatz und Fähigkeit. Was steht da jetzt? Verstärken, versuche nochmal Schaden. Dann haben wir Angriffsschaden, Angriffsschaden, Leben, 100% Generation. Blutgier. Ach Gottchen, ey, da bin ich ja mal erstmal komplett lost, ne? Gut, dann muss ich mal schauen. Ich bin mal auf jeden Fall sehr gespannt. Genau, ich bin mit dem Kane auf der Top-Lane gegen eine Illaoi. Und außerdem, ja, da ist er schon. Mit Kane, ich wollte mit Kane ungern in den Dschungel rein, einfach nur aus dem Grund, weil Dschungel, ne, Dschungel hasse ich ja wie die Pest und da. Oh, der böllert schon mal, ey. Der hat schon mal geböllert, sehr schön. Das Schöne ist, wir können einigermaßen mit der Q, mehr oder weniger dodgen. Oh, da kam gerade ein wunderschöner Leck rein. Mehr oder weniger wunderschön. Okay, die hat Potion gekauft. Muss mal schauen. Chuck, da haben wir nochmal gut getroffen. Also Damage machen wir auf jeden Fall ganz gut. So ist es ja nicht. Und das Teil machen wir auch pumpen wir immer weiter voll. Was wirklich sehr, sehr schön ist. So, das ist natürlich nicht so schön. Wenn die zwei Tentakel da irgendwo am Tower sind, denn dann kann ich leider eh nicht so viel anfangen. Oh, zieht euch mal da rein, der Damage. Also Kane auf der Top-Lane ist doch. Gut, also wir können auch mit der E weglaufen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Damit hätte ich jetzt. Also an sich ist, glaube ich, Kane doch nicht so schlecht. Weil ich habe zuerst irgendwie Sorgen gehabt, dass es nicht so gut wird, ne? Aber jetzt, wo ich den hier so spiele, ach komm schon. Ach komm, Mann. Damit hätte ich halt nicht gedacht. Aber hey, der hat keinen Assist oder so bekommen. Habe ich kein Problem mit. Von mir, ach Gottchen, ey. Das läuft ja jetzt so hier alles ab und wo, ach da ist, ach ey, damit muss ich aber auf jeden Fall erstmal klarkommen, weil das ist irgendwie so kompliziert jetzt so auf den ersten Blick zumindest, ne? Wenn man damit noch gar nicht gearbeitet hat, dann ja, auf jeden Fall. So, der Illaoi, der fehlt auf jeden Fall hier. Da ist er wieder. Laufen mal ein bisschen weiter zu uns. Ich habe keinen Bock mehr von den Minions Damage zu kassieren. Ach komm schon. Wir liegen gerade aber auch hinterher. Ja. Aber auch aus hoch. Keine Ahnung, was ich hier gerade für eine Scheiße mache die ganze Zeit. So, ich kann E drücken, durch den Tower gehen und hab ein bisschen Heal. Großartig. Das finde ich aber auch gut mit dem Heal, ne? Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Gut, das geht mir natürlich ein bisschen auf die Nerven mit Illaoi. Hey, warum hat er mich da wieder getroffen? Warum hat der mich auch getroffen? So, der Tower hat auch nochmal reingehauen, kurz zumindest.
Leider nicht so viel, wie ich erhofft habe. Jo, was will er? Der stirbt selber hier fast. Vor allem, der hat immer noch gar keine Items oder so. An sich kann ich ihn gleich richtig gut töten, aber nö, lassen wir mal. Der geht nicht weg. Wir holen uns die dafür. Ping einmal, dass er nicht da ist. Habe ich die Audio an oder aus? Das ist eine gute Frage, weil ich irgendwie nichts höre. Audio, die ist einzig an. Hm. Ach Mist, der hat auch geflasht, der Kleine. Das war jetzt... Oh, und ich habe jetzt erst meine Ulti. Das ist ja noch unluckiger. Das läuft ja absolut nicht für mich in dieser Runde. Naja, was will man machen? Aber okay, ich glaube, das ist gut, weil wir können so nämlich seine Ulti abblocken. Wenn er ulten möchte. Das ist, glaube ich, das Schöne jetzt dran. Ja, moin. So, dann gehe ich eben back, weil ich so wenig Leben habe. Das ist ja alles komplett an, weil ich habe eh auch noch nicht so richtig reingelesen, was da jetzt genau erneuert wurde. Nebenbei schön Kaffee trinken. Also, wir haben jetzt göttlich, ne? Was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Haben wir hier auch irgendwas Göttliches? Mythisch. Ach ne, hier haben wir, ne? Göttlich. Dann kaufe ich mir, glaube ich, auch hier die Sachen. Erstmal so. Weil was macht er denn jetzt? Wir haben nach jedem Einsatz der Fähigkeit dann nicht so verstärkt und versucht nochmal schnell 10% in dem Ziel. Ist das Ziel ein Champion halt... Was? Ist das Ziel ein Champion? Hast du dich um 50 Schaden? Gewährt alle anderen legendären Gegenstände 5% Durchdringung. Okay, an sich hört er sich schon mal sehr, sehr gut an. Aber irgendwie mit dem ganzen Design muss ich immer vollkommen klarkommen. Alles sehr, sehr ungewohnt. Zauberstab auch ganz anders. Jo. Ach Mist. Den habe ich jetzt leider nicht bekommen. Wir haben noch die Ulti, ne? Jo, da war nicht getroffen. Läuft bei dem. Guck mal, der hockt aber auch die ganze Zeit bei seinen scheiß Tentakeln rum. Der geht da aber auch nicht weg. Schön, dass er aber auch nicht trifft, mehr oder weniger. Ach Göttchen. So, das mehr oder weniger alles. Ja, moin. Da muss ich aber richtig aufpassen wegen den Tentakel technisch. Ja, gut. Jetzt bin ich tot. Man, help me doch, Mensch. Weißt du, der ist die ganze Zeit unter meinem Tower. Ich kann einfach nichts machen. Und krieg noch nicht mal eine Hilfe oder so. So, jetzt ist er down. Und ich krieg noch nicht mal einen Assist oder so. Das ist ja noch... Alter, die sind ja alle. Schuhe haben wir da. Die sind ja alle negativ. Ach du Scheiße. Sonnenköcher. Fügt Versagenmonster zusätzlich 20 Schaden an. Okay. Okay. Ist also einmal voll die rein. Und was ist das jetzt? Das ist Crit oder was? 15% Chance auf Crit. Oh Gott, hier in der Rose. Brauchen wir ja 5 Items, glaube ich, ne? Crit technisch. So wie ich es mitbekommen habe wieder. Hm. Gut, der hat auf jeden Fall jetzt mehr CS als der ich zumindest. Voll die Sprachfehler gerade. Ja. Ach Mist, warum habe ich ihn die eh geskillt? Freue mich gerade. Guck mal, wie der da auch die ganze Zeit rumhockt, ne?
das, was mich aufregt. Der hockt da die ganze Zeit rum und macht halt nichts anderes. So, der hat auch keinen. Natürlich. Und jetzt kommt der wieder. An, hüpft auf mich und so weiter. Und ich frage mich, wo ist Kindred? Der kommt auch gar nicht hoch. Guck mal, der ist die. Weil das Problem ist halt, der Illaoi, der pusht halt durch, ne? Das ist halt ein Kack-Champion, mehr oder weniger. Und ich krieg hier oben halt null Hilfe. Warum konnte ich meine Ult jetzt nicht benutzen? Ich habe ihn doch attackiert und so weiter. Ich konnte seine Ult so völlig mit meiner Ult doch ausweichen oder nicht? Ich check es gerade einfach nicht. Alter, ich check es nicht. Wieso ich das gerade nicht machen konnte? Weil ich habe ihn doch zweimal attackiert. Dann sollte ich doch eigentlich mein Dings da bekommen. Erstmal wirklich. Weil jetzt haut er natürlich ab und so weiter. Ja, was willst du denn dagegen machen? Muss ja auch nochmal warten, bis meine Dingsterbumster fertig ist. Meine Verwandlung. Das ist natürlich am schönsten, wenn er das nicht trifft. So, jetzt ist er locker irgendwo im Gebüsch, sag ich doch. Ach ja. Schade, jetzt kommen die wunderschönen Tentakeln wieder. Und was ist mit Kindred los? Der hilft mir gar nicht. Ach Göttchen, was ist das denn jetzt hier? Glanz? Dafür braucht man keinen Mana mehr, sondern man kann sich das sofort für 700 kaufen. Vor allem, weil der Illaoi die ganze Zeit an meinem Tower ist. Ne? Das ist eigentlich so eine schöne Gank-Position. Also das, was ich halt nicht verstehe. Weil man kann ihn die ganze Zeit so schön ganken an sich. Eisenstachel, Peitsche, was auch immer das ist. Weil der Kindred, der ist halt die ganze Zeit Botlane. Ja gut, der Rengar, der war ja auch bisher nur einmal. Das verwirrt mich mit meinem, dass man hier jetzt nicht mehr irgend so einen kleinen Kreis hat. Verwirrt mich halt mega. Wo ist denn eigentlich Illaoi? Ah, da ist er. Okay. Da ist er. Ich habe mich schon gewundert, wo der ist. Das kann doch nicht sein, dass er weg ist. Na guck, Kind wird mal wieder tot. Was? Warum geht er denn auf. Spielt man das so jetzt hier? Sollte der nicht eigentlich auf Damage gehen statt auf Attack? Attack Speed. Ich muss gerade überlegen, wie das heißt überhaupt. Der ist 2 Level voraus. Ich kann halt absolut nichts machen. Von der Tower. Das juckt den Tower halt auch null, weißt du? Das ist das Ding. Der steht vor dem Tower, hat mich geäht. Ja, der Tower denkt sich auch noch so, nö, lassen wir ihn mal sterben nebenbei. Mal guck ich das doch mal an. Und der Kindred, der chillt seine Base.
Gottchen. Better Jungle wins, I guess. Aber sowas von. Weil ich kann halt nichts machen an der Position. Ich kann halt wirklich nichts machen. Ich dachte mir so am Anfang, yo, komm, lass mal gerne auf der Toplane spielen. Ach, Göttchen. Und damit muss ich immer auch vollkommen klarkommen. Mit dem Ganzen, wie das jetzt gestaltet worden ist. Fehlt nur, dass ich auch das ganze Overlay neu machen. Das fehlt auf jeden Fall noch. Kommt bestimmt auch noch. 100 Pro. So, Chuck, mein Tower fällt auch noch. Da kam der Flash. Ja, lauf doch noch mehr rum. Ganz ehrlich, diese Runde kannst du auch vollkommen vergessen, ey. Diese Runde kannst du vergessen. Währenddessen wird Botlane gerade eingepusht. Hat man eine Verstärkung? Wo das noch? Okay, der nächste Damage. Nach einer Fähigkeit. Dakar spielt sie, okay, interessant. Irgendwie, als ob ich das erste Mal League of Legends spielen würde mit neuen Items. So fühlt sich das irgendwie an. So, der Rengar steht 4-1, auch nicht unbedingt viel besser. Geh von meinen Minions weg, Alter. Junge, die sollen auf ihre Lane gehen und nicht auf meine. Wenn ich Hilfe brauche, ist keiner da. Aber kaum geht es darum, die Minions abzustauben, sind auf einmal alle da, weißt du? Okay, gut, dass die Ulti sich wieder zurückgesetzt hat. Das finde ich schon mal sehr gut, dass es so funktioniert. Weil ich glaube, sonst war es sowieso, dass man vielleicht hier Dings der Rücksetzer hatte. Das hat trotzdem noch einen Cooldown auf der Ult. Finde ich wirklich sehr schön, dass das jetzt nicht so ist. Und bye. Und bei. Schon gut. Irgendwie check ich das mit dem Ulti nicht. Warum denn nicht geht. Dem mir vor kurzem Schaden zugefügt habe. Ja, ich habe ihm doch Schaden zugefügt, aber irgendwie kann ich die Ulti doch nicht benutzen. Ich check's einfach irgendwie nicht. Das ist das Ding. Ich verstehe es irgendwie wirklich nicht, warum das nicht geht. Ganz komisch. Ist das Blutgier, ne? Blutgier ist das hier. Hm. Da muss ich mir auf jeden Fall irgendwie gucken, dass ich mich da mal reinlese, wie das genau jetzt funktioniert. Yo! Dead Damage, Alter! Naja, next time help top vielleicht, ne? Good job, man! Naja, damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ich dann leider einen Daumen nach unten, aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Oder wird das noch was? Gute Frage, nächste Frage. Wird das noch was? Ich dachte, die pushen jetzt schön durch, aber nö. Okay, komm dann. Ja klar. Chuck, okay, dann will es doch kein Ende werden. Was soll's? Doch, hier jetzt aber. Weil 4 auf Ja gestimmt haben.
Jetzt können wir das Item kaufen. Hey! Gut gegen den, gut gegen... Okay, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Wie die das machen. Gut, bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein!